just forever, ever, hold and never mind. Oh, I. Schönen, wir sind wieder zurück in Red Dead Redemption und ihr habt schon eben auf der Karte gesehen, mal ganz kurz, dass wir heute hier zwei Missionen machen. Und zwar fangen wir mit Bill an. Im Lager gibt es zwei Missionen. Ich weiß nicht, wie groß wir sind, keine Ahnung. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Arthur geht's gut. Muss ich denn hin? Wo guckt ihr denn die ganze Zeit? Guckt nach vorne, außer. So, da müssen wir hin. So. Was ist mit ihm passiert hier? Was ist es? Wir haben etwas zurück nach Gomorrah. But you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. Sind die gerade sauer auf mich? Hit the goddamn bank with us. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if I'm serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? It's a bank. Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. All right, I suppose it's worth taking a look at least. We should wait until the morning. In any case, I need to change out of these rags if I'm gonna be performing. Okay. Wir werden unsere erste Bank ausrauben. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Es wird auch Zeit. I hope so. Bin ich gespannt. All right. Let's go. Oh, er hat sich umgezogen. Alle haben sich umgezogen. Herr Strauss? That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, no, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can. Head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. Ooh, nice. Oh, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. All right. Follow me. Also denn, auf geht's, eine Bank auszurauben. Schauen wir in die Kinokamera rein. So, tell me again about this big can't go wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can, once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. It should work. Once she's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the vault man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them gray boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems
they're looking for some extra security. Ja, nachdem was da alles sure passiert ist, ist klar, dass die da mehr Wachen brauchen. Well, just be smart about it. You got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Ja, yeah, ein Bambi. Ich finde es auch toll, dass sie sich alle so umgezogen haben. Haben alle dasselbe Outfit ein, so ungefähr. Zumindest denselben Mantel. Schön, ganz schöner Weg, weil wir müssen ja im Endeffekt nach Valentine. Schon ein Stückchen Weg. Ach nee. Das wäre Fluch der Karibik gewesen, passt nicht zum Western. Was will er denn von mir? So, ich glaube, da vorne ist Valentine, das heißt, es geht jetzt gleich los. Ich schalte mal um. Oh, ich hätte sie die ganze Zeit was fragen können. Glad you and Lenny are along for this, Karen. Someone's gotta keep you boys out of trouble. I ain't sure even Lenny can be relied on to keep his head. That'll have to wait. We're here. Let's take it nice and easy. Ich hätte die ganze Zeit mit ihr reden können. Felders. Bin ich gespannt, was das wird. Good morning. How do you? So, auf zur Bank. Mal gucken, ob sich hier in Valentine ein bisschen was verändert hat. Okay, get ready. Ich will doch nur meine Waffen nehmen. Kann ich nicht. Verdammt. Kann meine Waffen nicht nehmen.
Ne. Ich kann meine Waffe nicht nehmen. Aber ich kann ihn kurz striegeln. Ja, fein, Small Angles. Fein. So, jetzt wollen wir mal los. Ich bin sehr gespannt. Ich habe wirklich nur meine Pistolen mit dabei. Und los geht's, der Banküberfall. Hier hat's übrigens geregnet. Keep it cool and follow me, fellas. Oh, hier wird gebaut. So, we never decided. Is it lost little girl you want or drunken harlot? Okay, ich soll entscheiden, welche Rolle Karen übernehmen soll. Verirrtes Mädchen oder die Hure? Komm, mach mir die Hure. Of course you know I like the harlot. You're the only one. You're a bunch of filthy sinners and the heartbreakers, a lot of you. Now where is he? If you're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Na denn, gucken wir mal. Okay, we're going. Hold on. Wait till she's got him real dead. Don't act like you don't know me. Oh, stuck up in here. Not so goddamn stuck up last night. Oh, Sean, just between us. I've never seen this woman in my life. Get your goddamn hands up. Go. This is a goddamn robbery. Nobody move. Don't make us hurt you. So. Liegen bleiben. Wo soll ich hin? Okay, the door's unlocked. Ah, okay, ich soll dahin. Jetzt müssen wir uns nur beeilen. Karen, hast du sehr gut gemacht. Schöne Ausschnitte übrigens. Zack, mitkommen, wir müssen den Tresor öffnen. Komm, beeil dich. Just open the goddamn door. How's it looking? Are you in? Nein. This son of a bitch needs to get a move on. Okay. Okay. Na los, was dauert denn so lange? Son of a bitch, hurry up. Come on. Okay. Stunden später. Kann man ein bisschen lesen. Ja, Fitzgerald. Na, endlich. I'm in. Someone come make sure the suit behaves himself in here. So, was jetzt? Open the lockboxes now. The manager does that. God damn it. Wir haben noch Dynamit mit. Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Können wir probieren, es mal zu knacken. All right, but you better be quick. You shut the hell up and stay still. Oh, gut, das kann ich nicht. Erstes Ding haben wir geöffnet. So, die anderen sprengen wir. Dauert uns zu lange. Stimmt. Okay, also es geht jetzt wirklich, wir können jetzt nur knacken. Aber 4000 haben wir schon eingesagt, also ist ja nicht schlecht.
I won't say nothing. I swear. Shut the hell up and stay where you are. Jetzt weiß ich, warum die in den Film immer springen. Es geht schneller. Und ich beeil mich schon. That's another one cleared. This is looking good. How much longer? Beeil mich schon. Okay, you reckon that's enough now? Maybe. It's never enough. Well, I am ready to get the hell out of here whenever you are. Ne? Jetzt. Ich war zu schnell. Ich würde den Safe hier mal reparieren. Der funktioniert nicht so richtig. So, wie viel waren das jetzt? Nochmal 5000. Also wenn sich das jetzt nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir alle. So, jetzt soll ich zu allen gehen. Was liegt da noch? Keine Ahnung. I think we're fine. Come on, I'll lead the way. Let's go. Everybody, stay calm. All of you count to 100 and keep your mouth shut. You understand me? Okay. Dränge mich ja nach vorne. Ich passe auf Karen auf und ihr Dekolleté. Weg hier. Ich brauche meine große Pump-Action. Oh, gesucht, tot oder lebendig, alles klar. Wir schaffen das. Wir überleben das. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen, aber... Da vorne sind noch welche. So läuft es doch. Ja, ich beeil mich ja schon. Boah. Ist ja halt filmreif hier. Wahnsinn.
möchte nicht wissen, welches Kopfgeld wir jetzt bekommen. I think we lost him. Thank you, gentlemen. That was alle am Leben? Stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Bin ich gespannt, was ihr kriegt. This is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp, and make sure you ain't followed. Okay. Durchatmen. So, begibt sich der Downs Range. Okay, wir müssen weiter. Kopfgeld 5 Dollar. Naja, 5 Dollar ist ja okay. Wir müssen zur Downrange. Ach, weil wir von Strauss noch einen Auftrag bekommen haben. Ich nehme aber nochmal meine andere Waffe. Stimmt, Strauss hat mir ja einen Auftrag gegeben. Bei denen war ich sogar schon mal. Hier meinem Pferdchen noch was geben. Warum geht das nicht? Gib ihnen doch mal die Möhre. Jetzt gucken, wenn ich anhalte, geht es dann? Ah, er muss anhalten. Ah, okay. So, dann wollen wir mal hier die restlichen Schulden eintreiben, beziehungsweise ihr Bescheid sagen. Ist doch schön, dass ich hier wieder Kopfgeld habe. 5 Dollar. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich bekommen habe am Ende. Aber die Mission ist ja noch nicht zu Ende. Na, jetzt sind wir doch gleich da. Da müssen wir hin. So, jetzt bin ich gespannt. My husband's not cold in the ground and you come back here, aren't you? I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out. But he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself. And don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Komm jetzt nicht mit dem Gewehr wieder. You got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. You best stick to them books, because mark my words on this. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day. So, haben wir auf die Schulden eingetrieben. Eine Witwe bestohlen im Endeffekt. Nicht gut. Ach so.
mit diesem Panorama verlassen wir die heutige Folge. Ich werde jetzt wieder ins Lager gehen. Zum Beispiel reitet er selbst für mich. Bisschen nachdenklich werden. War das richtig, eine Witwe zu überfallen? Gesamtbeute 20.000, mein Anteil 2.500. Ah, das war mal ordentlich. Sodom und Gomorra, genau. Plündere alle Tresore, haben wir gemacht. Töte bei der Flucht zu Pferd 5 berittene Gesetzhüter durch Kopfschüsse, ist nicht so mein Ding. Und in einer Minute 55 Sekunden. Aber wir haben eine Mission mit mindestens 70% Genauigkeit geschafft. Boah, ist ja mega. So, Bandenanteil 10.000 Dollar, mein Anteil 2,5, Bills-Anteil, also alle kriegen 2,5. Das hat sich ja gelohnt. Gesamtbeute 20.000, Bandenersparnisse 13.000. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sehen uns zur nächsten Mission. Ich freue mich da auf euch, beziehungsweise in der nächsten Folge. Und sage von hier, tschüss, macht's gut, macht was draus.